Gestern Abend sind tausende Schützen durch Bozen marschiert und haben das Los von Rom gefordert. Die Demonstration verlief friedlich und geordnet. Die politischen Reaktionen der Kritiker ließen nicht lange auf sich warten. Von rückwärtsgewandten Forderungen und vom politischen Zündeln war die Rede. Mit Fackeln, im Gleichschritt unter Trommelwirbel. So marschierten an die 4000 Schützen quer durch Bozen. Vorbei am Regierungskommissariat, wo sie Rom Adieu sagen wollten, aber nicht empfangen wurden. Vorbei auch am verhassten Siegesdenkmal, abgesichert von Polizeisondereinheiten. Doch bei der eisernen Schützendisziplin gab es nie den Funken von Zwischenfällen. Auch vom Straßenrand gab es mehr Sympathie als Kritik. Höchstens ironische Einlagen am Rande. Am Landhausplatz dann die imposante Schlusskundgebung mit der Freiheitsrede des Kommandanten. Als heimatliebende Menschen sagen wir nochmals laut und deutlich, wir wollen die Freiheit für unsere Heimat. Im Freiheitsmanifest wird die Politik aufgefordert, alles fürs Los von Rom zu unternehmen, was auch immer danach kommt. Es gibt eigentlich nichts mehr, was uns bei Italien hält. Italien kann sich keine autonomen Regionen mehr leisten und wir umgekehrt können uns Italien nicht mehr leisten. Nach dem Abzug politischer Ernüchterung von all jenen, die gestern nicht dabei waren. Die Schritte sind verhallt und die Fackeln sind erlöscht. Es ist so, dass die Schützen hätten einen Weg nach Europa einschlagen können. Indessen wählen sie nicht den Weg in die Zukunft, sondern den Weg zurück in die Vergangenheit. Sie wollen den Status quo von 1918 eigentlich wiederherstellen. Es ist an der Zeit hingegen, an unserer Autonomie zu arbeiten, dies nicht mehr nach Rom abzuwälzen. Bei den Freiheitlichen hat es viel Druck von der patriotischen Flanke gegeben. Das ist schön, dass sich so viele Menschen im Lande Gedanken über die Zukunft Südtirols machen. Es waren auch sehr viele Menschen in Zivil dabei. Aber wir sind als Freiheitliche dafür da, eher lösungsorientiert zu arbeiten, anstatt schlagzeilenorientiert. Und für uns ist es das Um und Auf, dass die italienische Volksgruppe in eine Unabhängigkeit Südtirols eingebunden wird. Und das werden sich irgendwann einmal auch die Schützen auf die Fahnen schreiben müssen. Noch schärfer distanziert sich der SVP-Obmann. Die Südtiroler Volkspartei hat von Anfang an klar gemacht, dass sie nicht hinter diesem Marsch steht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Aufmärsche keine Probleme lösen. Südtirol ist nicht Belfast, wo an einem Tag die Protestanten aufmarschieren und am nächsten Tag die Katholiken. Wir können der Bevölkerung als Regierungspartei nicht etwas vormachen, was sich nie realisieren lässt. Wir können nicht vorgaukeln, dass mit einem Marsch alle Probleme gelöst werden könnten. Kann man aber die friedliche Botschaft Tausender übersehen? Das ist richtig, die Botschaft ist nicht zu überhören. Aber ich glaube, der Schützenbund ist sehr gut beraten, wenn er sich nicht zu einer Marionette einer bestimmten Partei machen lässt. Wir erleben es jeden Tag, dass mit dieser Regierung unsere bestehende Autonomie in Gefahr ist. Ich glaube, es ist längst angekommen bei den Menschen, dass auch die Vollautonomie nicht die wahre Antwort sein kann für eine Zukunft. Und wir Freiheitlichen sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Freistaat dieses Friedensprojekt bedeuten kann. Wir können jetzt natürlich uns immer wieder neue Visionen auferlegen. Dabei bleiben aber gerade jene Hausaufgaben liegen, die wir noch zu lösen haben und die das Zusammenleben in unserem Land wirklich notwendig machen. Damit hat der Freiheitsmarsch kaum politische Positionen verrückt. Und jeder versteht die Freiheit weiterhin anders.